So, herzlich willkommen zurück. Sorry für die kurze Unterbrechung, aber es geht ja jetzt weiter. Wir müssen Die uns Feds schieben heute Nacht Überstunden. hier reinschleichen. Natürlich müssen wir jetzt auch gucken, dass wir hier keine Alarme auslösen. Oi, oi, oi. Nee, 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 nee. Und weg. Hehehe. So, kriege ich den jetzt hier eventuell quasi von hinten weggeklatscht. Aua. Okay, komm. Erstmal ausnocken. Boah, das war knapp. Das war knapp. Okay. Ging aber doch irgendwie besser als gedacht, um ehrlich zu sein. Hier ist doch praktischerweise das Fenster offen. Ah, let's go. Hinweise zur beschlagnahmten Ware. Ja, super. Hier liegt so viel Zeug, das ist der Hammer. Macht schneller! Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist gut, aber diese Fans sind Arschlöcher. Ich habe sicher schon 100 Kisten überprüft. Ja, die sind, glaube ich, auch, was das angeht, ein bisschen auf der Spur. Ich glaube, wenn wir uns bedeckt halten, ist alles easy. Und hier ist ein Comic. Ist zwar jetzt nicht das, was ich gesucht habe, aber Hauptsache ich hab's. Okay, wenn der in die Richtung geht, dann laufen wir dem mal ganz gediegen hinterher. Vielleicht können wir den hier ausschalten, wenn er jetzt gleich hier wieder reingeht. Oder reingehen möchte. Das wäre natürlich optimal. Wenn der sich jetzt mal bewegen würde. Ah, okay. Man muss nur meckern. Nice. So, aber die Schrotflinte tun wir weg. Ah, warte. Habe ich jetzt die Maschinenpistole? Das wollte ich gar nicht. Ich will die Maschinenpistole mitnehmen. Macht nämlich mehr Spaß. So, was haben wir denn hier? Kommt da jetzt einer gerade die Treppen hoch? Alles nur Müll. Nee, da kommt keiner die Treppen hoch. Oh, das sah gerade so aus. Okay, was haben wir denn hier? Auch nee, nichts. Nichts. So, was haben wir denn hier? Oh, lol. Nazi Demons Mad in München. Wow, ja, okay, ja, stimmt. Ich glaube, diese Mission hier gerade spielt schon im Jahre 1938. Da ist das ja schon in der grenzwertigen Zeit in Deutschland. Und Mafia 2 spielt ja, soweit ich weiß, nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder währenddessen. Habe ich mal vor Ewigkeiten gespielt. Ich weiß aber jetzt nicht mehr. Okay. Was für eine Scheiße. Wir finden hier auch keine Hinweise, ne? Oder muss ich nebenan gehen? Ich würde schon fast sagen, ja. Versuchen wir es mal. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Nein, du hast mich nicht gesehen. Oh Gott, ey.
ist das anstrengend. Ich sollte in die Akten schauen. Checken, was wo ist. Oh shit. Ja, aber mal ein paar Wachen ausschalten ist, glaube ich, nicht verkehrt. Puh. So, den tun wir mal irgendwie hier in die Ecke. Zack. Der wacht schon irgendwann wieder auf. Hoffentlich. Okay, hier sind zwei Leute. Was zum Teufel? Okay, wie können wir den jetzt ausschalten? Ah, der kommt schon direkt zu uns. Das finde ich ja super. Hehehe. So. Und weg mit dir. Soll ja nicht auffallen, ne? Und weg. Schön in die nasse Pfütze. Okay. Kann ich den ausschalten? Versuchen wir es mal. Und weg. Nice. Jetzt kann ich mich hier wenigstens relativ frei bewegen. Ja, guck mal hier. Was gibt's denn hier? Notiz? Ah, ich habe eine Zigarrenkiste aus dem Lager rausgenommen. Ah. Das wird helfen. Oh. Die Kissen sind in der Lage, alle. Ach Gott. Okay. Schnell weg. Ich glaube, da kommt jetzt jemand. Oh lol. Gott sei Dank wollen die nur prügeln und schießen nicht. Oh. Das war ja gerade mehr als nur knapp. Aber jetzt dürfen hier theoretisch alle Platz sein. Also, theoretisch. Wenn ich jetzt noch jemanden in die Arme laufe, bin ich selber schuld. So, ich glaube, hier ist die Lagerhalle, wo wir rein müssen. Mist, der Hof ist so riesig. Also Jungs, überprüft jede Scheiße. Kiste, dann brechen wir sie auf. Das sind Hunderte. Wie schön für euch. Habt die ganze Nacht zum Suchen. Oh Mann, ey. Okay, was haben wir denn da auf dem Tisch? Zeig doch mal. Zigarren- und Tabakwagen. Ah, okay. Das wird helfen. Kisten sind im Sektor D2. Ja, dann... D2. Okay. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, das ist da hinten. Ja. Sobald der sich umdreht, knock ich ihn aus.
Oder auch nicht, wenn der da gerade kommt. Ich glaube, das ist nicht dazu gedacht, die auszunocken. Dann machen wir das aber so. Yes. So, Körper aufheben, Körper aufheben. Oh Gott. Und Körper ablenken. Oh, war das knapp. Okay, Blutspruch auf dem Boden. Das ist tatsächlich nicht ganz so geil, aber ich hoffe, der kommt nah genug ran, dass wir den ausschalten können. Nice. Boah. Naja, es ist ja nur ein bisschen anstrengend, ne? Okay, was haben wir denn hier? Weder Zigarren noch Diamanten. Alles klar. Wir sind ja noch nicht in D2. Das ist nämlich ganz hinten. Der wüsste, was ihm jetzt blüht. Nice. Den lassen wir da jetzt einfach liegen. Was haben wir denn hier? Immer noch nichts. Na gut, ne? Über mir laufen die Wachen. D1, ja, D2 ist auf der anderen Seite. Oh, Junge. Oh, das war knapp. Den verstecke ich aber mal lieber. Den lege ich mal hier ab. Das war gerade ein bisschen knapp. Ich muss sie bald finden. Yes. Aber jetzt sind wir bei D2. Hier dürften sie sein. Theoretisch. Hier ist nichts. Okay, aber wir sind bei D2. Ha. Wurden wir verarscht? Oh Mann, jetzt reicht's. So, die letzte. Hab sie. Kehre zu Pauli und Sam zurück. Ja, die sind ja jetzt dann hier direkt vor der Tür. Hier ist er. Nice. Ist alles drin, was wir haben wollten? Sieht gut aus, Jungs. Gut. Laden wir sie ein und hauen wir ab. Das ist die letzte. Verschwinden wir. Ich sitze nicht wieder hinten. Du bist sowieso der bessere Fahrer. Fahr uns nur nicht in die Bucht. Na? Scheiße! Hört ihr das? Los, Tom, gib Gas! Los, los! Mann, Tom, nicht gemütlich hier, oder? Durch das Tor! Oh Gott. Einbruch bei
beim staatlichen Abschnitt Hof des Zollamts. Verdächtige fliehen in einem Zolllaster. Ich will überall Straßen sperren. Sind sicher alle Cops der Stadt unterwegs? Verschwinden wir, so schnell du kannst, Tom. Ja, ich gebe mir Mühe. Oh, schnell weg hier. Aber wir sind schon mal...